Rektol ist wie Supersport. 20W60. So, damit fliegst du. Das ist eine richtig schöne Gasolin-Tankstelle. Und das ist halt die perfekte Kulisse, um einfach mal so ein Mini-Interview zu führen über seinen Käfer. Geil. Die letzte Fahrt. What's going on? Ach guck mal, also das ist hier richtig schön. Speicherstadt, machen hier so einen kleinen Carporn. Hier eine fette Kulisse im Hintergrund mit so einem Aufzugskran. Und wir werden direkt von Leuten umzingelt. Da sieht man so ein bisschen die Fotos machen. Und das ist total geil. Das macht richtig Spaß, oder? Wahnsinn, wie Leute sich freuen über sowas, was man selber besitzt. Toll. Ja. Toll. Und ich glaube, man selber sieht das gar nicht mehr so. Man hat das und ist geil und ja. Ja, ich muss sagen, ich bin gerade echt glücklich, dass wir das heute gemacht haben. Sehr gekommen. Ich bin so froh, dass ich dir geschrieben habe. Das wäre schrecklich gewesen. Wenn die sagst, das Vorhaben ist zweimal so ein Traum, da durchzufahren. Ja. Und dann noch mit ihm. Soll ich dir mal was sagen? Ich hab Hunger. Wollte ich nochmal kurz so reinwerfen. Ja, ist so ehrlich. Jetzt musst du dich aber mal reinsetzen, ne, Alex? Ja, gut. Setz dich mal. Die sind so durchgesessen, diese Sitze, da sind mal eine Hart gegen. Ist richtig Hammer. Im Hintergrund hat er noch ein Picknickkörbchen, ein altes Radio hat er da liegen. Der sieht echt schick aus. Von innen ist er richtig schnieke gemacht, hinten Jalousie drin. So, wir auf Weitwinkel stellen. Hier das schöne Metall Armaturenbrett, schönes Lenkrad. Öldruck, Öltemperatur, Bastablage, Astra, Kiezmische. Richtig so. Er hat auch schon das Mitteltunnelkörbchen. Mein Aufkleber hat er auch schon bekommen. Also. Ein wunderschönes Auto. Und so herrlich durchgesessene Sitze, das ist klasse. Jo. Das wäre natürlich absolut heftig, ne? So, um das nochmal zu verdeutlichen, laufe ich nochmal ein bisschen weg und zeige euch diese Kulisse. Dass wir noch nicht weggejagt wurden, das ist so geil. Da stehen unsere Autos. Wenn ich weiter drehe, die Speicherstadt im Hintergrund. Da schon wieder modernes Wohnung. Da ist das Miniaturwunderland, daneben ist das Hamburg Dungeon. Also sind hier wirklich Speicherstadt Mitte. Und unsere Kulisse, wo wir wirklich mit den Autos vorstehen, wir haben uns einfach 13 eine Ladezone reingestellt, der oben dachte, oh, wenn die Pakete klauen, aber sagt man, nee, machen wir nicht. Wenn jemand kommt, fahren wir weg, aber jetzt bisher. Dieses Bild ist mega, also ich freue mich da riesig drüber. Ich stand eben sogar mitten auf der Straße, habe ein bisschen gefilmt, mitten im Weg, der hat gewartet, ich bin beiseite gegangen, er ist gefahren. Also solche netten Leute, wie wir bisher heute getroffen haben, dabei denkt man immer so, Großstädter sind immer so ein bisschen sehr schnell gereizt. Also, aber hier Hamburg kann ich behaupten, Hamburg ist eine so entspannte Stadt. Und ich werde jedes Mal mit Freude wieder hierher kommen. Oh. Wahnsinn, wie sauber der ist. Alter, der ist richtig sauber. Aber hier, momentan fängt er an, ich weiß nicht wo, er lässt Öl. Irgendwo schießt der, von irgendeiner Seite schießt der Öl dagegen. Oh ja. Und den Blazecut hast du drunter. Ja. Den will ich noch zulegen. Dachte ich mir, bevor irgendetwas passiert, das Ding muss rein. Deswegen hält auch die Klappe nicht mehr. Keine halben Sachen, natürlich in grün. Jawoll. Das haben wir. Geil! Das finde ich richtig geil. Ah, der sieht echt schick aus, der Motor. Benutzt? Ich habe da nichts sauber gemacht, gar nichts. Ich dachte, so ist er am ehrlichsten, das sieht am besten aus. Aber ist schon ein Unterschied, so benutzt, dreckig. Das ist original. Irgendwie sieht der original aus, das ist so ein Fake-Motor. Und der ist so sauber auf Rennen gemacht, ja, finde ich so. Hier mit der erleichterten Schwungscheibe.
Mega. Richtig geil. Diese ganze Tankstelle hier, so ein schöner alter Opel, alte lange Hirsekühltruhe, die funktioniert sogar, die läuft, glaube ich. Ja, die läuft. Alter, ist das geil. Ja, da hast du halt diesen Stil dieser alten Tankstellen, die haben sie komplett gelassen. Hier ist eine aktive Werkstatt drin, hier kann man sein Auto prüfen lassen. Reparieren lassen, also die alten Zapfsäulen. Das ist Motorenöl. Sind das noch D-Mark-Preise? Hier bist du echt in der Zeit zurückversetzt. Heizkissen. Blinkergeber. Bezeichnung auch alle drauf. Ey. Fischer. Früher konnte man das nur austauschen, wenn sowas kaputt gegangen ist. Heute bezahlt man halben Geld dafür, ne? Kannst du ein neues Auto kaufen. Zu lassen. Ja. Hier Beru Zündkerzen habe ich in der Schwalbe auch. Hier, das ist der Kollege, den habe ich als Aufkleber. Natürlich jetzt doof, weil ich auch Alex weiß. Passt auch, Alex ist cool. Nicht mit dem Dirt. Also diese Tankstelle ist mega und Leute, kommt hierher, esst hier was, trinkt hier was, kommt zum Oldtimer-Treffen. Das ist das Öl hier. Rectol ist wie Supersport. 20W60. So, damit fliegst du. Was tankst du? Und dann hebt dein Auto ab. Aber das sind doch optisch. Ja, mit so einem kleinen Dreirad-Auto irgendwie. BMW Isetta ist das. Das ist so geil. Hier mit Käfer. Oh ja. Ja, die Zapfsäulen stehen da, nebenan. Ja. Hier haben sie noch. Wahnsinn. Leider ein bisschen leer, aber sonst alles auf diesem Stil gehalten.
Also die komplette Tankstelle sieht wirklich noch so aus, wie sie geschlossen wurde. Geil. Also das hier ist Nostalgie pur. Ja, mittlerweile hat Stefan uns jetzt so einer richtig geilen Oldschool- oder Oldtimer-Tankstelle geholt, nicht hergeführt. Das ist so eine richtig schöne Gasolin-Tankstelle. Und das ist eigentlich die perfekte Kulisse, um einfach mal so ein Mini-Interview zu führen über seinen Käfer. Wie lange hast du den schon? Stolze Besitzer seit, und das ist richtig cool, seit 7.3. Warum das so cool ist, ist, weil er am 7.3.71 angemeldet wurde. Ach was. Deswegen ist das schon wieder eine coole Konstellation geworden. Deswegen bin ich auch stolz, 7.3. steht auf dem Kaufvertrag. Also noch wirklich neu. Halt. Wie man das auch immer nennt. Quasi Neuwagen. Genau. Genau, du hast mir erzählt, du hast den genau so bekommen, wie er jetzt ist. Genau, also der war tatsächlich in diesem Zustand, wurde in Holland, soweit ich weiß, komplett restauriert, komplett gemacht. 71er Baujahr, wie gesagt, aber zurückgebaut optisch auf das Jahr 66. So hieß es. Deswegen sieht er doch ein bisschen anders aus als ein eigentlicher 71. Ja, vor allem die Blinker in den Scheinwerfern, das finde ich richtig geil, das sieht richtig fetzig aus. Und für mich einfach ein stimmiges Auto. Und tiefer gelegt? Hast du den mit Originalfahrwerk oder irgendwas Spezielles verbaut? Nein, das ist immer noch das Originalfahrwerk. Also so ein bisschen Airride, wir hatten vorhin drüber schon gesprochen. Wäre schon cool, aber nee, es soll schon immer noch irgendwie zurückbaubar sein. Und deswegen ist das reguläre Fahrwerk ein Zahn tiefer gemacht, sodass es 6 cm tiefer ist als das Original. Das muss ich hinten auch noch machen. Das ist auch noch so ein Wunsch. Da ist hinten noch hoch, hier vorne, kriege ich ja keine Hand mehr rein. Das ist so geil, hier an dieser Tankstelle hier zu sitzen, was gar keine Tankstelle mehr richtig ist. Eine Tankstelle. Ja, genau, ganz, ganz wichtig, das ist die einzige Oldtimer-Tankstelle, bei der man nicht tanken kann. Ein absolutes Highlight. Ich finde das so Hammer. Wenn ihr echt mal Bock habt, hierher zu kommen, ich habe gesehen, man kann hier sogar essen. Ich versuche mal eine Wegbeschreibung oder auch die Internetseite in eine Videoschreibung reinzupacken. Könnt ihr herkommen mit euren Oldies und hier Fotos machen. Den Gepäckträger, war der auch dabei oder hast du also, nee, tatsächlich, das war alles dabei. Komplett dabei. Auch die inneren Richtung. Inklusive Koffer, inklusive der Sausenbuch, Kühlbox, das war wirklich alles. Und das Einzige, was ich gemacht habe, und das war deswegen sind wir in Kontakt gekommen, der Schalthebel. Ja. Der war in schwarz und alles ist ja irgendwie Elfenbein verchromt und mir hat es nicht gefallen. Und deswegen wollte ich den unbedingt erneuern und deswegen hatte ich ihn gefragt, wo er denn oder wie man denn den Schalthebel am besten rausnimmt. Ja, deswegen habe ich rausgenommen dann irgendwann und tatsächlich selber lackiert. Grundiert, lackiert, hat mega Spaß. Das glaube ich. Einfach so bei so einem Oldtimer was selber machen, das ist. Man fährt dahin, denkt so, geil, ich darf das jetzt machen. Und ich darf das gestalten, wie ich das möchte. Also das ist schon wirklich diese Oldtimer-Geschichte, das ist eine Hammer-Sache einfach. Und dann, ich habe mich auch riesig gefreut, als du mich angeschrieben hast, so, ey, kannst du mir dabei helfen? Und das hat mich mit Stolz erfüllt, dass ich gefragt wurde. Cool. Das fand ich geil. So geil, dem musst du jetzt helfen. Ich mach das einfach. Das finde ich toll. Mich hat auch einer aus meiner Nähe angeschrieben, ob ich ihm helfen kann wegen so Kaufberatung. Worauf muss ich beim Käfer achten? Habe ich ihm das geschrieben, guck da und da und danach. Ich kenne ja mittlerweile die Stellen. Meiner hat ja sehr viel gehabt. Also er wurde komplett restauriert. Und daher kenne ich so die Ecken, die dann wirklich durchgammeln. Und dadurch konnte ich ihm auch sehr gut helfen. Er hat jetzt auch einen stolzen Käfer. Wenn du das siehst, du hast einen sehr geilen Käfer bekommen. Ich meine, Auberginenfarben ist der. Sieht Hammer aus. Ich freue mich, dass er den bekommen hat. Wohnst du direkt Hannover, also Hamburg drin oder eher so ein bisschen außerhalb? Nee, so richtig mittendrin. Für die Hamburger, die zugucken, an der Uni, in der Nähe der Uni. Das ist wirklich sehr zentral. Das ist Hammer. Deswegen braucht man nicht täglich ein Auto. Eigentlich braucht man es in Hamburg gar nicht, oder? Aber es ist gut. Soll ich machen? Das ist eine gute Einstellung. Also wenn ich auch mal nach Hamburg ziehen würde, alle Autos weg, nur er bleibt. Ja. Den gebe ich nicht weg. Auf keinen Fall. Das ist vielleicht, wenn ich vom Dach falle und ich sterbe, dann kriegt meine Freundin den. Das verspreche ich in diesem Video hier. Wenn ich sterben sollte, ist es deiner. Mal sehen, wie oft du das rausschneiden wirst. Das lasse ich drin. Ansonsten verkaufen. Ja. Ich weiß nicht, man könnte mir glaube ich auch eine Million bieten, ich würde nicht verkaufen.
so glücklich kann Geld nicht machen, als das, was ich mit dem hier erlebe, was ich jetzt hier mit dem Venus erlebe, was ich hier an Leute kennenlerne, das kann man nicht mit Geld nicht auf, das stimmt, das hier. Leute, kauft euch Oldtimer. So, jetzt mal eine Frage von mir. Wie bist du denn dazu gekommen, den Käfer zu holen? Also ich habe tatsächlich, ich habe eine alte Vespa von 84, die habe ich mir, jetzt muss ich mein Alter verraten. Lass einfach weg. Naja, es macht halt Sinn. Also 84er Baujahr bin ich selber und habe mir zu meinem 30. tatsächlich den Traum erfüllt, eine alte Vespa von Baujahr 84. Und habe da gemerkt, wie toll das ist, dass einfach so ein Oldtimer gefühlt nicht kaputt zu kriegen ist. Außer, dass man Bauten zugreift und dann macht man den wieder rein und irgendwie tritt man die dreimal an, auch wenn es ein halbes Jahr steht und die fährt. Ja. Dann habe ich vor 3,5 Jahren angefangen, nach Käfern zu kommen. Ich wollte auch gerne grün haben. Ich weiß nicht, ich kann das gar nicht beschreiben, warum, aber ich wollte grün. Und dann habe ich Nägel mit Köpfen gemacht. Ja, einfach mal machen. Richtig. Ja. Aber hast du alles richtig gemacht? Richtige ja, cool. Entscheidung getroffen? Ich bereue auch keine Sekunde. Das glaube ich. Kein Cent, keine Sekunde, die ich da reingesteckt habe. Muss er das jetzt machen? Ja, ich weiß auch nicht, ob er das jetzt unbedingt machen muss. So ein ehrliches Video. Er sieht, dass wir hier sitzen. Er guckt uns an, grinst, nickt noch. Einfach rein und los. Wenn euch mal noch Fragen einfallen, was man in so einem Interview noch fragen könnte, das möchte ich gerne öfter machen, auch mit anderen Leuten noch, die auch Oldies fahren, muss nicht immer luftgekühlt sein. Haut uns Kommentare, Fragen unten unter, was man bei so einem Interview fragen kann, dann mache ich das. Ja, ich sag schon mal vielen Dank für diese Location. Es kommt ja auch noch. Jetzt kommt er näher. Er kommt sogar näher jetzt. Das kann man natürlich mal machen. Ja, ja, herzlichen Dank für deine offenen Worte. Ich hab zu danken, dass du hier bist, dass ihr hier seid. Alex. Alex, danke dir. Sehr gerne. Kein Problem. Immer so noch was zu essen hier in der Tankstelle. Ich sehe gerade, da gibt es diese geilen Kirschlollis, diese ganz einfachen. Diese ganz alten Kirschlollis. Oh, Himbeerbonbons. 5 Cent sehe ich das richtig? Ja, 5 Cent. Das sind keine Preise, ne? Das sind einfach ehrliche Preise. Ja. 28. Nimmt ihr die raus? Nee, gar nicht, denn der Arm geht dann dementsprechend hoch und spielt die Platte auf. Johnny and the Hurricanes Rocking T, 59. Geht nicht. Mann! Das ist ja echt ein Ich kenne auch die wenigsten Interpreten, die da drauf sind. Ist da nicht irgendwie Elvis Presley oder so drauf? Nee, Frank Sinatra war drauf. Ehrlich jetzt? Ja, right. Gleich auf 1. Hallo, hallo! Das ist also... Ich fahre jetzt nochmal mit dem Elbzug. Ja, so weit ist das ja nicht. So, ich sehe, ich gebe Urlaub hier aus. Ich habe aber schon Geld in der Hand. Ja, egal, musst du das wieder einstecken. Nein. Doch. Warum? Warum? Weil ich 2 Euro in der Hand habe. Ich weiß nicht mal, was das kostet. 20 Cent. Ja, auch jetzt, danke. 2,10 Euro bitte für den. Genau das einmal. Und einmal bitte 2 Lollis. So, für Kirschlollis. Also, die? Ja. So nicht in den rechten. Ja, genau so einmal. Voll neumodern. Na, das ist gar nicht neumodern. Die gab es früher auch schon. Ich bin nämlich schlecht. Yeah. Viel zu modern. Das ist gar nicht, nein, das ist mit Brausepulver, Freunde. Brausepulver ist geil. Oh, Brausepulver ist geil. Die typischen alten Kirschlollis. Die sind sowieso geil. Hammer. Mal noch einen Blick auf die Tankstelle und dann reiten wir los. Ah, schön. Wir haben es noch einmal geschafft. Wir haben eine der letzten Fahrten durch diesen Tunnel bekommen. 17,58 Cent drauf. Hi.
Und um 18 Uhr macht er für immer zu. Zumindest für Autos. Wir fahren so einmal durch. Diesmal der Stefan vor uns, wir sind hinter ihm. Das ist der Hammer. Da sind die Tickets. Die letzte Fahrt. Und der Tag ist auch eigentlich schon vorbei. Hallo, 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 schönen guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Dankeschön. Herbert, wo bist du jetzt gerade? Ja. Wo dann? Hier. Man sieht einfach gar nichts. Das ist das Ding nämlich. Nein, man sieht immer noch nichts. Ich filme einfach nach vorne. 10 Tonnen kriegt der hier. Ja, die sind schnell erreicht, ne? Wir sind schon zwei zusammen. Die letzte Fahrt. Was going on? Er hat natürlich genau einen Kinderwagen hinter mir, ne? Ja. Direkt am Auspuff. Ja, schon mega geil, ne? Ja. Die Leute haben sogar so reingefilmt. Bitte, Blitzlicht vorne. Aber eben, ich dachte, du machst jetzt den Motor einmal. Ich hätte genau einen Kinderwagen hinter. Also, direkt einnehmen. Vorsichtig. Nicht Kind drin? Weiß ich nicht. Das Kind muss wissen, was das für Autos sind. Und das riecht man am besten. Ich bin halt nicht Gas, sondern Standgas weggefahren. Ja. Das wollte ich dem Kind nicht antun. Ja, aber doch mega geil, oder? Ja. Also ich muss sagen, der Tag hat sich mega gelohnt. Hierher zu kommen hat sich übelst gelohnt. Wir sind zweimal in diesem mega Tunnel gefahren. War mega, oder? Ich fand, ja. Also. Auch als Beifahrer? Ja. 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 Zweimal durch den Elbtunnel. Nostalgie-Tankstelle. Ja. Das will man mehr. Und durch Hamburg. Das will man mehr. Neue Leute kennengelernt. Also. Ja, auch viel Zuspruch, ne? Dass die Autos einfach mega geil sind. Dass es geil ist, dass man einfach mal so durchfährt. Ja. Ganz Zeit fotografiert. Und ich würde sagen, an dieser Stelle ist dieses Video, dieser Vlog auch beendet.
Stefan, vielen Dank, dass wir dich kennenlernen durften, dass du uns gesagt hast, dass der ab morgen gesperrt wird, dass wir nochmal herkommen müssen. Sehr gern, ja. Sehr gern. Alex, vielen Dank, dass du mitgekommen bist als Beifahrer und als auch ein bisschen als Kameramann dabei. Ja. Und euch, ich hoffe, es hat gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao.